Haben Sie alle noch zu trinken? Wir sind ja hier in der Kneipe. Ja, ja, haben wir. Ist nicht selbstverständlich. Oft ist es ja so, dass man ewig auf den Kellner wartet. Und er kommt nicht. Dann wird so ein Kellner zur bedrohten Spezies und wäre ein ganz klarer Fall für Professor Dr. Jimek. Kennen wir den noch? Ja, ja. Da habe ich mir überlegt, wie würde Professor Dr. Jimek über die vom Aussterben bedrohte Gattung der Kellner referieren. Vielleicht wie folgt. Meine lieben Freunde zu Hause von den Fernsehgeräten, der Kellner ist eine bedrohte Spezies und steht auf der Liste der vom bedrohten Gattung ganz oben. Tagsüber liegt er bei zugezogenen Rollos in seinem Bett und schläft den Rausch der vergangenen Nacht aus. Gegen Abend wird der kleine Franz agil und begibt sich auf die Futtersuche. Sein natürliches Jagdrevier ist die Gastronomie. Wieselflink huscht unser kleiner Freund um die Tische der Gäste und räumt benutztes Geschirr ab. In Zeiten der Dürre ernährt er sich hauptsächlich von dem, was die Gäste auf ihren Tellern zurückgelassen haben. Nun, wie ich bereits anfangs erwähnte, gehört der Kellner zu einer vom Aussterben bedrohten Gattung. Und ohne, um ihn schlussendlich genau davor zu bewahren, starteten wir vor einigen Jahren folgenden Versuch. 6 Exemplare, je 3 Männchen und 3 Weibchen, wurden von uns nach Afrika geflogen, um sie dort im Serengeti-Nationalpark auszusetzen. In der Hoffnung, dass sie sich assimilieren und dort sesshaft werden, beobachteten wir sie eine Zeit lang. Leider mussten wir feststellen, dass es nicht funktionierte. Nach einigen Streitigkeiten löste die kleine Gruppe sich auf. Fortan hatten wir es mit 6 Einzelexemplaren zu tun. Führungs- und vor allen Dingen orientierungslos liefen sie mit Kellnerblock und Kugelschreiber durch die Steppe und fragten Elefanten, ob diese mit dem Gras zufrieden seien. Oder fragten auch Wasserbüffel, ob ich vielleicht etwas mehr Wasser sein dürfte. Oft blieben ihre Blöcke leer und die kleinen Frösche gingen zurück in ihre Höhlen. 3 von ihnen wurden Opfer von Wilderern, weil ihre Nasen und Ohren in Asien und den USA als vermeintlich potenzsteigernde Mittel angesehen werden. Nun, meine lieben Freunde, wenn Sie mithelfen möchten, dass uns diese possierlichen Knirpse auch weiterhin bedienen, unterstützen Sie unsere Bemühungen, sie vor der Ausrottung zu bewahren. Bitte spenden Sie im Voraus vielen, vielen Dank, Ihr Professor Dr. Bernhard Jimek. Sehe weit und breit kein Promi, nur alles ganz nette Leute, ganz normale. Und genau das hätte ich nicht sagen dürfen, weil just in dem Augenblick, wo ich das gesagt habe, kommt der erste Prominente. Er trägt ein Baströckchen, hat keine Schuhe an und ist auf der Suche nach der Miss Waikiki-Wahl. Und er stellt sich vor den Damen hin und sagt: Servus.
Mai, ich bin's, der Schocken von Trump, ist der 30, ich bin's nicht der einzige Vulkanier an Bord. Ich hätte jetzt eine Frage, habt ihr da irgendwas Leutnant von der Misswahl? Ja, Mai, von der Misswahl Kiki war. Ah, die war letztes Jahr, also jetzt hat das sicher, mein Gott, warum brennt ich mich denn dazu auf, was soll denn der Scheißdreck? Pass mal auf, ich muss gleich mal einfach den oben den Spucki anrufen auf dem Traumschiff Surprise, was du soll. Pass auf. Ist wieder ein Funkloch oder was? Ja, pass mal auf, ich bin's, du Moko, wo beamst du mich denn hin? Na, hier gibt's keine Miss, war ja weit und breit nicht, die war letztes Jahr. Es hat doch keinen Wert, weißt du was? Beamst mich wieder hoch, okay? Ja, ciao, Pussy, servus. Wird hochgebeamt, ich denke mir, boah, ey, hoffentlich nicht noch so eine Knalltüte, das muss ja nicht sein. Noch so ein Promi, aber mitnichten. Da kommt schon der nächste Prominent. Und der ist ein Kopf größer als ein Maggi-Würfel, ist breit wie eine Strandhaubitze, kann kaum noch geradeaus gehen und hält in der rechten Hand ein Bündel Geldscheine, mit denen er prollig herumwedelt. Da geht auch die Damen zu und weil er sich für den größten Schauspieler aller Zeiten hält, baggert er die Mädels ganz weltmännisch auf Englisch an. Hello, sweeties. My name is Martin Semmelrogge, ja? I'm a famous actor of the German television, ja? Do you know the film Das Boot or Bang Boom Bang? Hä? Keiner von den beiden Damen nimmt auch nur ansatzweise Notiz von diesem Superproll. Er scheint aber indes irgendwie begriffen zu haben, dass es sich bei dem Mädchen um Deutsch handelt und macht auf Deutsch weiter. Okay, Süßen, ich sage es jetzt einfach mal so, ja? Ich hatte da drüben, habe ich auf dem Parkplatz, habe ich meine Halle stehen. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine Spritztour. Da brauchst du nichts drüber, zieh dich hier auf stramme Mütze. Ich will was sehen für meine Knatter. Ich denke, sag mal, hast du sie noch alle? Wie gehst du hier mit Frauen um? Tickst du noch ganz richtig? Und ich will einfach mal aufstehen und ihm einfach eine langen, ja? Da kommt mir eine der beiden Damen zuvor. Und die knallt Martin Semmelrogge so dermaßen eine, dass der bewusstlos zu Boden geht. So, und weil er die Mädels wirklich gereizt hat bis aufs Blut, graben die diesen bewusstlosen Martin Semmelrogge nach alter Piratenmanier noch bis zum Hals in den Sand ein. Folgendes Problem, irgendwann wird diese Knalltüte wieder wach und dann geht die Prollerei los und die überlegen, Mensch, was machen wir denn da? Da kommt die Lösung von rechts. Trägt einen grünen Pulli, hat eine Nickelbrille, guckt sich das an, hat die Lage sofort gecheckt und gibt folgendes Statement ab. Hallo Kinder, also ich bin der Armin, genau, der von der Sendung wieder raus. Und das da unten, den sie da so eingebuddelt haben, das da, das ist der Martin. Und der Martin, der Martin, das ist ein Schauspieler, der ist meistens blau und dann fährt er genau auch noch ohne Führerschein Motorrad. Naja, außerdem fingert der Martin immer gerne an den jungen Frauen. Und weil die jungen Frauen, die da hinter mir, den Martin, der da unten auf den Tod leiden können, haben sie mal K.O. geboxt. Und weil der Martin dann auch noch rumfreut, haben sie zur Strafe auch noch bis zum Hals in Sand eingebunden. So, liebe Kinder, hört sich komisch an, ist aber so. So, liebe Kinder, jetzt aber folgendes Problem. Irgendwann, da wird der Martin wieder wach. Also, was machen wir da? Ganz einfach. Dann nehmen wir den Sebastian. Der Sebastian, der ist 6 Jahre und geht in die erste Klasse. Und jedes Mal, wenn der Sebastian an den Strand geht, dann, genau, dann nimmt er seine Lieblingsblechschiffe mit. So auch heute. Wenn also der Martin aus dem Koma aufwacht und rumrollt, dann stellt man den Sebastian mit seiner Lieblingsblechschiffe einfach daneben. Und der haut den Martin dann mit seiner Lieblingsblechschiffe immer auf den Kopf. Das macht er nicht mit der Flachkante, tut ja nicht weh, sondern immer schön mit der Kante. Das ist Gilbert. Aber hallo. Und der Sebastian denkt sich, ist das geil, ich kann endlich mal einen Erwachsenen schlagen und will schon ausholen, aber um dieser ganzen Gewalt hier gerade mal einen Schluss zu setzen, in dem Augenblick kommt seine Mutter vorbei, die sucht den Kleinen schon seit 3 Tagen, ist heilfroh, nimmt ihn mit. Semmelrogge hat aber immer noch das Problem, eingebuddelt zu sein. Und da sieht er von Weitem einen kleinen Mann mit einer viel zu großen Gitarre.
Und Semmelrohr gesagt hat, hey, mach rein, scheiße, warte mal, mach rein, komm doch mal zurück, du musst mir helfen, ich hab mich ja vorher eingebunden, ey, scheiße. Maffei dreht sich um und schaut Semmelrogge sehr böse an und es ist ziemlich klar, dass Semmelrogge nicht so wahnsinnig, dass Martin, dass Maffei nicht so wahnsinnig gut auf Semmelrogge zu sprechen ist, ja. Und er sagt, nein, er zischt es quasi raus, Semmelrogge. Martin Semmelrogge. Mein Freund, es gibt einen Grund dafür, dass du da so bist, wie du jetzt bist. Und das, mein Freund, ist auch gut so. Ein bisschen weitergehen und dann denkt der Maffei sich, ach komm, das ist so ein armer Sack, den mag keiner leiden, ein Harley-Fahrer sind auch, hilf ihm einfach mal. Und dann geht der Maffei zurück und buddelt Semmelrogge aus und die beiden sind heilfroh und gehen ein Trinken. Und das sieht der Armin von der Sendung mit der Maus. Und er spricht noch Schlussworte in die Kamera zum jungen Fernsehvolk und sagt, so liebe Kinder, also wenn ihr noch Fragen habt zur Sendung oder auch sowieso, dann genau, dann schreibt da mir einfach mal eine Postkarte. Und das nächste Mal erzähle ich euch, wie man mit ganz, ganz wenig Taschengeld einen ganz, ganz tollen Brandbeschleuniger bastelt. Also tschüss, Kinder. Ja, vielen, vielen Dank, Hans Albrecht. Das war sehr nett, das war wunderbar. Eine Tasche, dass du noch viele, viele Stimmen darin sammeln kannst und uns hier dann präsentierst. Das wäre wunderbar. Vielen Dank nochmal. Okay, tschüss.